Christian, kannst losgehen. Ja, kann losgehen. Du, wir machen aber nichts mit Klopapier-Hamsterkäufen, oder? Nein, das finde ich so albern, dass alle jetzt wieder Klopapier horten. Was hast denn du da? Ich schwitze immer so beim Moderieren, deswegen, packen wir's. Herzlich willkommen zu Extra 3. Wir haben es geschafft, Rekord, mehr als 11.200 Neuinfektionen an einem Tag. Danke an alle, die mitgeholfen haben. Die Fallzahlen sind jetzt höher als zu Beginn der Pandemie im Frühjahr. Viele Gesundheitsämter kommen mit dem Nachvollziehen der Infektionsketten längst nicht mehr hinterher. Es dauert teilweise ewig, bis dann Kontaktpersonen angerufen werden. Und dann heißt es, hier ist das Gesundheitsamt. Sie waren am 20. mit einer positiv getesteten Person in einem Raum. Sagen Sie mal, wer war denn da noch dabei? Und dann überlegt man und sagt, Moment mal, am 20. Oktober. Und dann sagt das Gesundheitsamt, nein, nein, nicht Oktober, wir sind noch beim 20. März. Immerhin haben die Leute vom Gesundheitsamt noch Zeit für einen kleinen Witz zwischendurch, zumindest die in Köln. Wie sehr brennt denn bei Ihnen, wenn man bei dem Zitat bleiben will, was öffentlich gerade durch die Medien läuft, bei Ihnen in Köln im Gesundheitsamt die Hütte? Also wir arbeiten ja eng mit der Feuerwehr zusammen, deswegen haben wir da kein Problem. Nein, kleiner Carlo, zwischendurch, so viel Zeit muss sein, auch in der Pandemie, wenn schon der Karneval ausfällt. Ich habe volles Verständnis. In vielen Orten hilft jetzt auch schon die Bundeswehr, Infektionsketten abzutelefonieren. Stellen Sie sich das mal vor, das sind dann Leute vom KSK, ja, ausgebildete Soldaten vom KSK, die haben eigentlich damit gerechnet, dass sie irgendwann mal Geiseln aus den Händen des IS befreien. Und jetzt hängen die am Telefon und sagen, Tag, Frau Müller, hier ist das KSK. Waren Sie auch letzte Woche auf der goldenen Hochzeit von Tante Inge? Das war wohl eher nicht Teil der Spezialausbildung. In einigen Bundesländern werden auch Beamte aus anderen Behörden eingesetzt. Das könnte eine Chance sein. Ich denke mir, wenn das zum Beispiel Beamte aus dem Bauamt sind, wie wäre das? Man zwingt das Virus dazu, vor dem Einnisten in die Zelle einen Bauantrag zu stellen. Dann würde in Sachen Infektion erstmal 3 Jahre lang nichts laufen. Die bisherigen Maßnahmen wirken, ja, das kann man glaube ich sagen, chaotisch, wenig abgesprochen und nicht unbedingt zielführend. Wüssten Sie jetzt auf Anhieb, ohne es zu googeln, wo das Beherbergungsverbot noch gilt und wo nicht und für wen? Auf jeden Fall nicht für Geschäftsreisende, ist ja klar, und auch nicht für Bundestagsabgeordnete. Ich weiß gar nicht, warum nicht für Bundestagsabgeordnete. Ich vermute, es ist diese Abgeordnetenimmunität, von der immer geredet wird. Wissen Sie, in welchen Städten es Sperrstunden gibt und ob wir schon eine Studie haben, die belegt, dass das Virus die Uhr nicht lesen kann? Ich weiß es nicht. Was ich auch unlogisch finde, Partys mit mehr als 25 Menschen sind fast überall verboten, Gottesdienste aber erlaubt. Viele Gastgeber fangen jetzt an, den Wein erstmal zu weihen und am Ende der Party den Klingelbeutel rumgehen zu lassen. Ich weiß es ja nicht. Stellen Sie sich mal vor, Sie müssten all das jemandem erklären. Vielleicht sogar jemandem, der von Corona noch nie gehört hat. Oh, Urlaub an der Nordsee. Ja, schön in den Herbstferien. Wir alle zusammen. Nordsee im Herbst, könnt ihr vergessen. Krass. Wer bist du? Ich bin du. Ich komme aus der Zukunft, Oktober 2020. Ein tödliches Virus. Wir stecken mitten in einer riesen Pandemie. Pandemie? Also das wäre ja nichts für mich. Das Virus muss gestoppt werden. Und deshalb haben die Ministerpräsidenten ein Beherbergungsverbot beschlossen. Also ihr dürft auf keinen Fall an die Nordsee. Das ist ja schade. Doch, du schon. Du wohnst ja in Potsdam. Aber ihr, also wir in Berlin, das geht nicht. Hä? Zu viele Infektionen. Berlin ist ein Hotspot. Potsdam nicht. Ja. Also dann bleibt das Virus nur in einem Bundesland oder wie? Nein. Längere Geschichte. Komischer Typ. Ja, also alleine will ich nicht in den Urlaub. Also bleiben wir halt zu Hause. Ich storniere das einfach. Halt! Gerichte haben das Beherbergungsverbot gekippt. Ihr dürft doch an der Nordsee Urlaub machen. Ach super, dann bleibt's beim Urlaub in St. Peter-Ording. Geht nicht. Schleswig-Holstein, versteht ihr? Schleswig-Holstein! Niedersachsen,
bucht in Niedersachsen. Ich verstehe gar nichts mehr. Ich auch nicht. Komm, lass uns das später besprechen. Jetzt seid ihr erstmal dran. Oh, Karten fürs Kleinkunsttheater. Oh, Mensch. Papa. Danke. Ernsthaft? Ja, ist unsicher. Regierungen und Ministerpräsidenten sagen, Veranstaltung mit vielen Menschen, da bedarf es ein teures Hygienekonzept. Toll, dann bräuchte die Karten Dortmund-Gladbach ja gar nicht zu schenken. Doch, doch, das geht. Hä? Geiles Spiel übrigens, 3-0. Was? Geil. Ich weiß überhaupt nicht mehr, was ich schenken soll. Klopapier. Klopapier? Klopapier. Schenkt einfach Klopapier. Ein Film von Freddy Radeke und Sebastian Ried. Und wo wir gerade bei Weihnachten sind, Karl Lauterbach, Sie wissen schon, der Gesundheitsexperte und Chef-Corona-Warner von der SPD verbreitet mal wieder richtig gute Laune. Hier, so schreibt es die Bild-Zeitung, Gesundheitsexperte Lauterbach warnt 50.000 Todesfälle bis Weihnachten. Und das sind nur die durch Familienstreit. Ja, da sind die Corona-Fälle noch gar nicht mitgerechnet. Lauterbach hat das dann noch mal eingeordnet. Diese 50.000, das ist die Zahl, mit der man rechnen müsste, wenn es überhaupt keine Maßnahmen gäbe. Also eine rein hypothetische Zahl. Trotzdem, wir müssen uns jetzt alle am Riemen reißen. Aber wirklich, sonst sitzen wir bald zu Hause. Und es gibt dann, ich sag Ihnen das, es gibt dann am Ende nur noch eine einzige Sendung im deutschen Fernsehen. Und das ist Karl Lauterbach, der sich jeden Abend selbst interviewt. Die also normalen Coronaviren, die wir schon endemisch haben, die sind, weil es sie schon so lange gibt, natürlich mittlerweile harmlos geworden. Ich bin sehr an der Neurologie dieser Krankheit interessiert. Also was macht das im Gehirn? Das interessiert mich also einfach forschungsmäßig. Das wissen wir doch in 10 Jahren. Und vielleicht kommt es auch gar nicht so schlimm. Wen das jetzt nicht abschreckt, dem ist wirklich nicht zu helfen. Also setzen Sie Ihre verdammte Maske auf. Vom Hamburger CDU-Landeschef wiederum kam der Vorschlag, wegen Corona die Weihnachtsferien zu verlängern. Eltern sollten sich also gut überlegen, ob sie ihren Kindern Weihnachten etwas schenken, das Geräusche macht. Man kann bezweifeln, ob das sinnvoll wäre, genauso wie manch andere Corona-Maßnahme. Vieles erscheint wirklich nicht sinnvoll. Vieles wird ja auch von den Regierungen eingeführt und dann von der Justiz wieder gekippt. Die Sperrstunde, das Beherbergungsverbot und so weiter. Was aber zeigt, dass die Gewaltenteilung in Deutschland funktioniert. Die Exekutive erlässt eine Verordnung und noch eine Verordnung und dann noch eine Verordnung. Und die Judikative kassiert viele davon wieder ein. Obwohl, ich meine, es gab noch eine dritte Gewalt, oder? Es gab noch die Legislative, genau, Gesetzgebung, Parlamente. Hört man wenig von im Moment, steht ja auch am Reichstagsgebäude. Dem deutschen Volke, außer bei einer Pandemie, dann haben wir nichts zu melden. Die meisten Corona-Maßnahmen werden momentan von den Bundesländern beschlossen. Manchmal sogar nur durch einzelne Ministerien in den Bundesländern. Und bestenfalls wird das Ganze bundesweit abgestimmt bei diesen Treffen von Kanzlerin Merkel mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten. Dazu kommt Gesundheitsminister Jens Spahn, der gerade wegen seiner Corona-Infektion in Isolation ist, hat sich im März mit Sonderrechten ausstatten lassen, die es ihm quasi erlauben, auch ohne Parlament durchzuregieren, nur mit Erlassen. Das ist sonst eher der Stil von Donald Trump oder Viktor Orban. Spahn würde diese Sondervollmachten gerne verlängern und per Gesetz ausweiten. Viele Abgeordnete sehen das sehr, sehr skeptisch. Und ich frage mich auch, wenn viele dieser Corona-Verordnungen von Verwaltungsgerichten wieder gekippt werden, müsste man da nicht als Regierung auch mal ein wenig Zweifel bekommen, ob man da wirklich auf dem richtigen Weg ist, ob das wirklich alles so weise ist, was man da entscheidet, oder ob nicht auch ab und zu mal die ein oder andere Debatte sinnvoll wäre über den Sinn und Zweck dieser einzelnen Maßnahmen? Ich denke schon. Ich für meinen Teil bereite mich innerlich schon wieder auf den nächsten Lockdown vor. Ja, wieder alle nach Hause, wieder alle ins Homeoffice, also die, die ins Homeoffice können. Sind ja nicht alle, sind längst nicht alle. Manche können natürlich nicht ins Homeoffice. Menschen, die im Gesundheitswesen arbeiten, nur mal als Beispiel, ja, Fabrikarbeiter, Postboten können auch nicht ins Homeoffice. Wobei mein Postbote angekündigt hat, im nächsten Lockdown macht er das auch. Er sieht das gar nicht ein, er hat auch Familie, er geht dann auch ins Homeoffice und zwar läuft das dann so, er liest dann einfach zu Hause meine Post und wenn was Wichtiges drinsteht, ruft er mich an. Der junge Mann im nächsten Film würde es wahrscheinlich sehr begrüßen, wenn er weniger geschickt bekäme. Verrückte Geschichte. Patricia Kümpel weiß mehr. Wenn der Postmann zweimal klingelt,
Und dann nochmal. Und nochmal. Und nochmal. Dann klingelt er bei Pascal Pieper aus Bremen. Ich bekomme ständig von Amazon Pakete, die ich weder bestellt noch bezahlt habe. Und es geht mir mittlerweile tierisch auf die Nerven. Aber wieso denn? Pakete kriegen ist doch eine packende Angelegenheit. Ich habe am Tag bis zu 12 Pakete von 3 verschiedenen Paketboten, die morgens bis abends klingeln. Das geht schon seit 1,5 Monaten so und irgendwann ist auch vorbei. Am Anfang fand ich es noch witzig, aber mittlerweile ist es einfach viel zu viel. Tja, jeder hat sein Päckchen zu tragen. Und Herr Pieper eben noch ein paar mehr. Geschickt und eingefädelt von chinesischen Händlern aus dem Amazon-Marketplace. Und die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen liefert eine mögliche Erklärung dazu. Händler leeren angeblich so kostengünstig ihr gemietetes Lager bei Amazon. Statt unverkauftes teuer wieder gen China zu verschiffen, schicken sie es einfach wahllos an willkürlich ausgepickte Adressen in Deutschland. Ja, so ein Missgeschick kann schon mal passieren. Dafür darf Herr Pieper offiziell behalten, was in seinen Paketen drin ist und hat jetzt einen Haufen nützlicher Dinge zu Hause. Das meiste ist wirklich Rotz. Halloween-Deko, ziemlich viel. Ein sexy Kimono. Kinderspielzeug. Krampfadercreme für meine Krampfadern. Katzenhalsbänder. Mega-Rave-Handschuhe. Eine Projektionslampe für die Decke. So ein Bugzapper, mit dem ich Tiere töten kann. 5 von diesen Babysocken, in denen man angeblich Babys reinstecken kann. Amazon bietet zwar die Plattform für die Händler, kann aber laut eigener Aussage nur begrenzt in die Geschicke eingreifen. Warum nehmen Sie denn noch Pakete an, Herr Pieper? Ich nehme noch Pakete an, weil mir der Kundendienst bei Amazon Prime gesagt hat, dass nur so sie nachvollziehen können, wo die Leute herkommen, also welche Händlerprofile das sind. Gebracht hat das nichts. Tja, blöd. Herr Pieper, Sie sind leider ausgeliefert. Es muss ein Ende haben, auf jeden Fall. Irgendwann, also es ist voll hier. Ja, ja. Hat eben nicht jeder so ein Sendungsbewusstsein wie Sie. Huch. Sie haben Post? Ja, kann sein, dass das so weitergeht. Es gibt ja Dinge, die hören niemals auf. Die Zeit, das Universum, in aller Freundschaft und die Diskussionen um den Brexit. Ja, der Brexit hat schon genervt, als es Corona noch gar nicht gab. Aber wir müssen mal wieder drüber reden. Die Scheidung ist ja schon längst vollzogen, aber immer noch streiten sich die EU und Großbritannien um den Trennungsvertrag. Es geht hin und her, so sehen da die Betreffzeilen der E-Mails aus. Und es wird immer weiter verhandelt. Boris Johnson ist wieder zurückgekehrt an den Verhandlungstisch. Er hatte ja eigentlich ein Ultimatum gestellt für den 15. Oktober. Bis dahin sollte die Europäische Union auf seine Forderungen eingehen. Andernfalls sei Schluss. Die EU hat das Ultimatum verstreichen lassen. Und haben Sie dann, genau wie ich, am 16. Oktober gespannt die Nachrichten verfolgt, was nun wohl passieren würde? Der britische Premier Johnson will heute erklären, ob Großbritannien die Brexit-Gespräche mit der EU abbrechen oder fortsetzen will. Habe ich das richtig gehört? Erbrechen oder fortsetzen? Abbrechen oder fortsetzen. Tatsache. Ja, ich finde es auch zum Kotzen. Boris Johnson stellt sehr gern Ultimaten, deshalb hat das auch niemand so richtig ernst genommen. Das hat bei ihm erstmal nichts zu bedeuten. Es ist eher so ein Geräusch. Ich erinnere mich noch an seinen Satz aus dem letzten Jahr. Ich würde lieber tot im Graben liegen, als die EU um eine Fristverlängerung zu bitten. Und sicherlich hätte das viele Probleme gelöst, wenn er sich wirklich tot in den Graben gelegt hätte. Er hat es aber nicht gemacht. Es war wieder mal nur Taktik. Ich finde es erstaunlich, dass Johnson noch so auf cool macht. Denn die Briten sitzen ja nicht gerade am längeren Hebel. Die Briten wären vom No-Deal noch viel stärker betroffen. Das ist, als würde in der Schule der Schüler seinem Lehrer drohen: Jetzt hör mal zu, Freundchen. Wenn du uns Hausaufgaben gibst, dann lass ich mir hier eine 6 aufschreiben. Johnson hat ja 3 Probleme. Also sicher noch ein paar mehr, aber 3 jetzt im Wesentlichen. Erstens, sein Land ächzt unter der Corona-Krise, die er fahrlässig hat eskalieren lassen. Immerhin haben sie ja klare Regeln, die Rule of 6. Die kann der Prime Minister natürlich fehlerfrei erklären.
On the rule of six, outside the areas where die Regel der sechs, also dass nur sechs Menschen sich treffen dürfen, gilt weiter. It's six inside, six outside. Maximal sechs Menschen drin, sechs draußen. And other areas where wo das anders ist, tight measures have been gelten die lokalen Regeln. Aber ansonsten sechs drin, aber draußen dürfen schon mehr als sechs. It's six in a home or six in hospitality, but as I understand it, not six outside. Also sechs drin, sechs draußen, außer draußen. Hauptsache die Briten verstehen es. So, obendrauf käme jetzt noch ein harter Brexit. Also Corona-Krise und dann harter Brexit, ja, mit Zöllen und so weiter. Dabei ist die EU mit Abstand der wichtigste Exportmarkt für die Briten. Das kann sich Johnson überhaupt nicht leisten. Und drittens, wenn Trump die Wahl in den USA verliert, dann ist Boris seinen letzten Kumpel los. Er hat ja bislang immer auf den fetten Deal mit den USA gehofft. Aber wenn Großbritannien am Ende wirklich ohne Handelsverträge ganz allein dasteht, dann wird es wirklich hart, dann wird es wirklich ungemütlich. Dann kann man sich wahrscheinlich auch nicht mit dem alten nostalgischen Empire-Gedanken trösten. Es ist dann eben einfach nur noch eine Nordseeinsel ohne viel Zukunft. Eine Art Helgoland mit Pfefferminzsoße. Traurig. Vielleicht kann uns der Vize-Ersatzpressesprecher von Boris Johnson erklären, was es mit dieser seltsamen Verhandlungstaktik auf sich hat. Herzlich willkommen, Thorsten Sträter. Vielen Dank. Guten Abend, verehrte Deutsche, höchstgeachtete Teutonen, liebe EU-Lemminge. Über den Brexit muss ja nicht mehr viel gesagt werden. Ist eine Mischung aus House of Cards und die Siedler von Catan, wissen wir selber. Die Personalie Boris Johnson indes ist eine verkannte. Denn Johnson, der Fighter für die Größe Großbritanniens, Boris Johnson, dieser wie aus Marzipan geschmiedete Mann, muss recht verstanden werden. Er ist immerhin unser Premierminister. Premier ist bekanntlich, wenn man was zum ersten Mal macht. Und so geht's Boris Johnson mittlerweile jeden Tag. Ich meine, alles, was er will, sind glückliche Briten. Das war die Idee des Brexit. Ein autarkes Felsmassiv im Meer. Drumherum die anderen Länder mit dem lustigen bunten Geld und im Herzen des Empire alles wie früher. Aber scheinbar ist es, und darüber ist niemand erstaunt, als der Premierminister selbst ein Riesenaufriss der EU wegen Eigenbedarf zu kündigen. Geplant war im Prinzip, wir sind raus, die Palastwachen tragen weiter diese praktischen 3 Meter hohen Hüte aus Alpaka, macht Zugbrücke runter, Mortimer, ja Majestät, danke, tschüss, schönen Tag noch. Aber nichts davon. Stattdessen jeden Tag was anderes. Die EU will vor Englands Küsten rumfischen, das muss verhandelt werden. Ebenso Freihandelsabkommen muss verhandelt werden, sonst zahlen Sie bald Zoll auf Ihr frittiertes Snickers. Alles super kleinteiliger Killefit, Regeln hier, Gesetze da. Dagegen wirken die AGB von Apple wie ein Limerick. Was soll der Premierminister denn machen? Er versucht doch alles. Selbst bei Corona. Vor den Herrenimmunität bis Tüte über den Kopf und Liedpfeifen war da alles bei. Probleme, wohin man blickt. Boris Johnson hatte doch nur diesen einen lichten Traum. Ein hohes Tier zu werden, mit gepuderter Perücke im Parlament zu hocken und Punkt 18 Uhr im Gegenverkehr nach Hause. Stattdessen Boris Johnson, der mittlerweile auf jedem Foto so aussieht, als hätte man die Queen wegretuschiert, die ihm gerade von hinten den Regenschirm gegen den Schädel zimmert. Und nur Häme. Mensch, ist Draco Malfoy fett geworden. Ein Skandal. Unser Premierminister ist ein Visionär. Schon im September 19 sagte Boris Johnson, Originalzitat: Ich habe mich 15 Jahre in diesem Business abgestrampelt. Dann kam Miami Vice. Nee, ist von Don Johnson. Von Boris Johnson ist folgendes Zitat: Hulk ist immer entkommen, egal wie tief er im Schlamassel gesteckt hat. Und so ist das auch mit diesem Land. Wir werden die EU zum 31. Oktober verlassen. Und das stimmt. Gut, er sagte nicht, welchen Oktober. Oder wie? Und Hulk saß selten tief im Schlamassel, denn er ist grün, 4 Meter groß und dumm wie ein Sack Zement. Der macht mehr Probleme, als er hat. Aber ansonsten ist das eine tadellose Äußerung. Großbritannien wird das schaffen, denn wir sind alt, teuer, schön und gut. Zum Abschluss noch ein weiteres bewegendes Zitat für alle Freunde unseres Königreichs. London ist einer der zauberhaftesten Orte, an denen ich je war. Ist aber auch von Don Johnson. Gott schütze Sie. Danke, Thorsten Sträter. Im kommenden Jahr ist Bundestagswahl und die Grünen sind schon seit geraumer Zeit auf der Überholspur in Richtung Macht. Ja, Umfragewerte um die 20%, das kann sich sehen lassen. Aber diese Überholspur wird zum Problem.
Zum Beispiel in Hessen. Da wird nämlich bald die A49 ausgebaut. Und zwar soll sie dann durch einen Wald führen, den Dannenröder Forst. Es gibt Proteste dagegen und die grüne Parteispitze ist strikt gegen diesen Bau. Das Problem ist nur, in Hessen regiert Schwarz-Grün. Und in Hessen haben die Grünen beschlossen, am Autobahnbau festzuhalten. Das heißt, die Grünen sind gegen die Autobahn, unterstützen aber den Bau. Weil er wohl auch gar nicht mehr zu verhindern wäre. Oder vielleicht doch, auf jeden Fall, es ist kompliziert und es ist spät und überhaupt, Robert Habeck kann das besser erklären. Es ist schon sehr spät, weil diese Autobahn mit öffentlich-privaten Partnership-Verträgen gebaut wird. Also Firmen kriegen Geld dafür. Ja. Und wenn man jetzt sagt, ihr sollt die nicht bauen, muss man sehr viel Geld bezahlen, dass sie nicht gebaut wird. Wieso fordert das dann Ihre Co-Chefin, dass man die jetzt sofort nicht bauen soll? Ich fordere das auch. Ich finde es richtig, angesichts der gesellschaftlichen Situation, den Klimaschutz betreffend und der Erklärung der Bundesregierung. Aber Sie haben doch gerade gesagt, dass man das nicht fordern kann, weil es zu teuer wird. Doch, es ist nur schwierig. Es ist aber nicht unmöglich. Ja, es ist im Prinzip genau wie Robert Habeck auf irgendetwas festzunageln. Nicht unmöglich, aber schwierig. Nun ist es im Moment also so, dass Polizisten in einem schwarz-grün regierten Land Umweltaktivisten aus dem Wald holen. Ich habe mir sagen lassen, die Partei arbeitet gerade auch an einem neuen Wasserwerfer, der auf sich selbst zielt. Vielleicht gibt es ja einen Kompromiss. Die Autobahn kommt, aber die rechte Spur ist reserviert für Kröten. Irgendwie sowas. Die Grünen werden da was hinbekommen. Also wenn das jemand schafft, dann die Grünen. Die Grünen können ja auch gegen Verbrennungsmotoren sein, während ihr Ministerpräsident Winfried Kretschmann Kaufprämien dafür fordert. Das geht. Also ich freue mich schon auf die Wahlplakate im Bundestagswahljahr. Weniger Fleisch, mehr Schnitzel oder Umwelt nicht lange belasten, schnell durchfahren. Der Fridays for Future-Bewegung gefällt das alles nicht so sehr. Es gibt inzwischen ja auch eine neue radikal-ökologische Partei neben den Grünen, die Klimaliste. Die sind wie Bündnis 90 die Grünen, nur eben in Grün. Und die Grünen gehen, ob jetzt gezwungenermaßen oder nicht, immer wieder Kompromisse ein. Gerade in der Zusammenarbeit mit der Union, der sie sich ja immer mehr andienen. Die Zeichen stehen ja schon sehr eindeutig auf Schwarz-Grün, was die nächste Bundestagswahl angeht. Also es ist eine doch relativ wahrscheinliche Option. Und vielleicht passt es, die Grünen sind tatsächlich für viele inzwischen eine Art CDU mit Globuli. Dennis Kaup und Max Engel haben für uns das grüne Dilemma vertont. Und der Habeck, hallo. Wir sind die Grünen und sehen super aus. Die Schnute hier will bald ins Kanzlerhaus. Oder die. Wir hatten Prinzipien, doch das ist vorbei. Und auch eine Autobahn durch den Wald ist geil. Super Idee. Die Wut der Umweltaktivisten auf die Grünen wird immer lauter. Wir waren die Grünen, die Ungestüme. Früher waren wir noch jung und dumm. Präsident von Baden-Württemberg fährt ein Daimler, basta. Wir wollen regieren und schleim die Wirtschaft voll. Kohle und Stahl ist eigentlich doch ganz toll. Haben kein klares Profil, doch scheißegal. So what? Der Robert, der schwurbelt uns schon durch die Wahl. Eine Form, die jetzt zeitgemäß ist wie keine andere, die eine quasi osmotische Verbindung zur Wirklichkeit herstellt, wo die progressiven Kräfte rein diffundieren können in die Partei. Wir sind die Grünen, alle lieben die Grünen, mit uns wird die Zukunft voll geil. Lasst uns dieses Europa gemeinsam verenden, liebe Freundinnen und Freunde. Soziale Medien, meine Damen und Herren, sind inzwischen zu den wichtigsten Playern geworden, wenn es um politische Meinungsbildung geht. Twitter verbreitet Trumps Hetzbotschaften. Facebook war ein wichtiger Faktor für den Brexit. Ohne die kaum gebremste Verbreitung von Lügen und Gerüchten auf WhatsApp wäre Bolsonaro in Brasilien vermutlich niemals an die Macht gekommen. Manchmal habe ich das Gefühl, wir sind noch 3 bis 5 Netzwerke vom Weltuntergang entfernt. Es ist ja ganz grundsätzlich leider so, dass die Algorithmen dieser Plattformen offenbar gerade falsche, hetzerische und platte Postings bevorzugen. Deswegen heißt es ja auch
Plattform. Ja, so sind die konstruiert. Je mehr eine Nachricht emotional aufgeladen ist, desto mehr fesselt sie die User und desto häufiger wird sie geteilt, ganz unabhängig vom Wahrheitsgehalt. Und das hat beängstigende Folgen. Ein ehemaliger Google-Mitarbeiter erläutert das in einer aktuellen Netflix-Doku sehr eindrücklich. Es gibt eine MIT-Studie, der zufolge sich Fake News auf Twitter 6-mal schneller verbreiten als wahre Nachrichten. Wie wird diese Welt aussehen, wenn einer einen 6-fachen Vorsprung vor dem anderen hat? Gruselig wird diese Welt aussehen und wir können es ja in Ansätzen auch schon beobachten. Bei Facebook, Twitter, TikTok und Co. funktionieren Emotionen nun mal am besten. Und da vor allem Wut, Angst und Hass. Denn wenn wir wütend werden, dann sind wir emotionalisiert und eher empfänglich für Werbung. Ich kenne das doch auch. Ich lese was von Donald Trump, ich sehe eine Baumarktwerbung und denke unbewusst, ich brauche mal wieder einen Vorschlaghammer. Ja, ich weiß in dem Moment gar nicht, warum. Und auf keinen Fall dürfen Nutzer sozialer Medien einfach weggehen und was anderes machen, das Interesse verlieren. Das versuchen diese Firmen zu verhindern. Unsere Aufmerksamkeit wird zu Werbezwecken verkauft. Das darf man nicht vergessen. Das ist ja das Geschäftsmodell. Es gilt die alte Werber-Redewendung, wenn du nicht für das Produkt bezahlst, bist du das Produkt. Und dafür, dass wir weiter im Bildschirm bleiben, dafür arbeiten diese Firmen mit allen Tricks. Einer ist der Like-Button, denn es ist ja so. Wenn ich ein solches positives soziales Feedback bekomme, dass dann das Belohnungssystem des Gehirns stark aktiviert wird, sodass die Leute natürlich auch lernen, das fühlt sich gut an und dann komme ich wieder auf die Plattform zurück. Es ist einfach schön, gelobt und geliebt zu werden. Und wann hat man das schon mal im richtigen Leben? Also nicht so, nicht in dieser Form wie in sozialen Netzwerken. Man müsste sich das mal im normalen Leben vorstellen. Man trinkt irgendwo einen Kaffee und der Wirt kommt und sagt, boah, Sie trinken einen Kaffee. Respekt. Toll. Gefällt mir, wie gut Sie Kaffee trinken können. Das muss ich meiner Frau zeigen. Und dann kommt die Frau und sagt, Wahnsinn, prima, wie Sie das mit dem Kaffee raus haben. Also wirklich klasse. Ich rufe all meine Freunde an, damit die das auch sehen. Und nach einer Stunde stehen vor dem Café 5000 Leute und klatschen bei jedem Schluck und rufen, hey, Wahnsinn, Junge, sag uns Bescheid, wenn du auch noch eine Limo trinkst, dann kommen wir wieder. Denn unser Leben ist so leer, wir liken jeden Scheiß. Angesichts der doch sehr offensichtlichen negativen Effekte auf die Psyche überlege ich jetzt auch, Social Media Fasten zu machen, einfach mal rauszugehen für längere Zeit aus den sozialen Netzwerken. Und ich habe das auch schon angekündigt auf Facebook. Und ich muss sagen, ich habe da ganz viel Bestätigungen bekommen, ganz viele Likes, ganz viele zustimmende Kommentare. Total schön. Vielleicht bleibe ich doch noch ein bisschen dabei. Ja, nur noch kurz, ich mache das irgendwann. Ich habe das fest vor, aber es ist nur mal kurz, noch mal gucken. Es ist ja meistens nur mal kurz gucken. Das ist es meistens. Nur mal ganz kurz aufs Handy gucken. Es könnte ja was sein. Manchmal will man nur wissen, wie spät es ist und guckt aufs Handy. Und eine halbe Stunde später hat man Insta gecheckt, Twitter gecheckt, Facebook gecheckt, WhatsApp gecheckt. Nur wie viel Uhr es ist, das weiß man immer noch nicht. Wer etwas älter ist, der hat zumindest mal andere Zeiten erlebt. Aber die Gehirne unserer Kinder, die kennen gar nichts anderes. Dr. Likeys Social Media Land. Bin schon mega müde. Aber vorm Einschlafen noch schnell den Handywecker stellen. Huch, jetzt bin ich irgendwie bei Social Media gelandet. Panda-Baby. Ich liebe Panda-Baby. Willkommen zurück, Sandy, im Social-Media-Land. Hi, Dr. Likey. Warum bin ich wieder hier? Und was ist das für ein Zeug? Ach, das ist nur, damit man gut am Bildschirm kleben bleibt. Wir nennen es Algorithmus. Heißt das nicht Algorithmus? Glaube ich nicht. Und wie macht das Zeug, dass ich am Bildschirm klebe, obwohl ich mega müde bin? Naja, Algorithmus weiß halt, dass du Panda-Babys liebst. Hi. Und auch sonst weiß es fast alles über dich. Also mal gucken, du hast Schuhgröße 36, aber bei Sandalen eher 37, bist heimlich verliebt in Zorro und ekelst dich vor Meerjungfrauen. Ah. Und anhand all dieser Daten berechnen wir dann unsere Empfehlung für dich. So kann Social Media dich glücklich machen. Boah, gute Infografik, Dr. Likey. Mir scheint, diese Technologie hat das Zeug, die Menschheit voranzubringen. Genau, also wie gesagt, du brauchst als nächstes dieses Schminkset. Echt? Algorithmus lügt nicht. Überleg mal, wie viele Likes du kriegen würdest, wenn du schön geschminkt wärst. So Augen noch größer. Oh, so sieht eine Elfjährige aus. Ach, das durchschaue ich voll. Social Media funktioniert nur, weil die Leute süchtig sind nach Bestätigung und Likes. Besonders Kinder und Teenager.
Gut erkannt, Sandy. Super Insight. Du bist genial. Und niedlich. Cooles Nachthemd. Wow, danke, Leute. Jetzt geht's mir so gut wie nie. Die ganze Welt liebt mich. Ach ja, Sandy. Wenn dich die Welt so liebt, warum hat dieser Post dann nur 2 Likes? Nur 2 Likes? Jetzt bin ich plötzlich super traurig. Aber Sandy, Social Media macht doch glücklich. Sandy. Moment mal. US-Statistiken zeigen, dass sich die Selbstmordrate bei Mädchen in meinem Alter seit dem Einzug von Smartphones und Social Media verdreifacht hat. Ach, das könnte genauso gut an Obama liegen. Oder daran, dass Pluto kein Planet mehr ist. Kann schon sein. Trotzdem, Dr. Likey, nach ein paar Stunden Social Media fühle ich mich leer und wertlos. Aber nicht doch, Sandy. Du bist sehr viel wert. Weißt du nicht, die Social Media Konzerne verdienen voll gut an dir. All deine Eigenschaften verkaufen sie an Werbetreibende. Du bist ein total gefragtes, super gutes Produkt. Das höre ich gern. Gute Nacht, Dr. Likey. Moment, was ist das? Über 3000 lustige Videos? Also die muss ich noch gucken. Und dann schlafe ich. Ganz bestimmt. Ja, genau. Ein Film von John Fricke. 3,6 Milliarden Menschen nutzen diese sozialen Netzwerke, oder besser gesagt werden von sozialen Netzwerken benutzt. Gerade bei Jugendlichen sind sie nicht mehr nur Teil des Lebens, sondern das Leben selbst. Besonders beliebt bei der jungen Zielgruppe ist Instagram. Instagram ist gerade mal 10 Jahre alt. Ich muss aber sagen, durch die vielen Filter wirkt es jünger, wie maximal 6. Instagram war ja ursprünglich die Liebe-Plattform, wo nicht politisch agitiert wird, sondern wo man einfach nur in Bildern sein Leben erzählt. Das klingt harmlos, ist aber ziemlich finster. Bei Instagram präsentieren Menschen ihr inszeniertes, ihr kuratiertes, ihr völlig künstliches Leben, gefiltert, geputzt und geschönt. Diese Influencerin hier plaudert mal etwas aus dem Nähkästchen. Die Bearbeitung dauert je nach Foto, manchmal muss da mehr gemacht werden, manchmal weniger, zwischen 1 Stunde und 3 Stunden, würde ich sagen. Du bearbeitest 3 Stunden deine Fotos? Ein Foto. Meistens denke ich mir, okay, was ziehe ich an, wie schminke ich mich, wo fahre ich dann hin, wie wird der Hintergrund sein, wie wird der Bildausschnitt sein und was kann ich dann mit Photoshop noch da machen. Und schreibt dann drunter, gerade aufgestanden, noch ungeschminkt, total müde, Hashtag Need for Coffee. Solche Möglichkeiten zur Selbstoptimierung hatte man ja früher gar nicht. Also ich erinnere mich noch an die Zeiten, wo man vor einem Date, wenn man einen Pickel hatte, Clerasil draufgekippt hat. Ja, man konnte nichts anderes machen als Clerasil, auch vor einem Foto. Clerasil draufkippen und ja, wenn das nicht gewirkt hat, dann halt vor dem Date sich mit dem Clerasil Mut angesoffen. Das hat auch funktioniert. Aber diese Inszenierung in sozialen Medien, die hat zur Folge, dass immer mehr junge Menschen mit ihrem Körper unzufrieden sind. Es nimmt deswegen tatsächlich sogar die Zahl der Schönheits-OPs zu. Hier, Chirurgen sehen tatsächlich einen Zusammenhang zwischen Operationsanfragen und bearbeiteten Fotos. Da wollen Menschen dann auch in Wirklichkeit so aussehen wie auf geschönten, bearbeiteten Bildern. Wir haben zu diesem Thema eine Fachfrau eingeladen. Ich begrüße die plastische Chirurgin Dr. Judith Richter. Herzlich willkommen bei Extra 3. Schön, dass Sie da sind. Schönen guten Abend. Na, das ist doch wirklich ein schöner Abend, Herr Ehring. Kein Grund, die Augenlider so hängen zu lassen. Wollen wir gleich einen Termin machen? Oder nein, lieber später. Sie gehen ja jetzt sicher noch in die Maske. Ich gehe jetzt nicht in die Maske. Ich war schon in der Maske. Die Sendung läuft schon. Ach so. Frau Dr. Richter, ich würde gerne mit Ihnen über Ihre Arbeit sprechen als Schönheitschirurgin. Wissen Sie, man operiert ja heute gar nicht mehr so viel. Das sind alles Mini-Eingriffe. Das ist wie Concealer und Augenbrauen zupfen. So, also ich würde mal vorschlagen, die Schlupfleder, ein bisschen Baby-Botox für die Stirn, ein bisschen Filler. Hier die Nasolabialfalten, da gibt es mittlerweile auch ganz viel für Männer. Was machen wir denn mit den Krähenfüßen? Was ist mit meinen Füßen? Ich verstehe überhaupt nicht, Frau Dr. Richter. Es sollte ja eigentlich gar nicht so sehr um mich gehen. Also ich muss sagen, mein Gott, ja, ich bin insgesamt so einigermaßen halbwegs zufrieden mit mir. Wunderbar, Herr Ehring. Respekt für Ihren Mut, Herr Ehring. Das ist echt ein Statement. Selbstliebe ist so wichtig. Body Positivity. Toll, dass Ihnen das egal ist. Diese ganzen Kommentare auf Instagram, Hashtag Gesichtsgulasch. Und Hashtag Gesichtsgulasch? Sie haben absolut recht. Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Da sind die einen eben anspruchsvoller und die anderen weniger anspruchsvoll. Frau Dr. Richter. Was mich interessiert, diese Beauty-Filter in sozialen Medien, ja, die sorgen ja inzwischen für einen immensen Anstieg bei Schönheitsoperationen. Würden Sie das auch bestätigen? Schuld sind diese Beauty-Filter?
Naja, Beautyfilter. Ich nenne sie ja lieber Erste-Hilfe-Filter. Das ist wie ein Stück Gaffertape auf einem Reifen. Sie kommen erstmal irgendwie damit durch den Tag, aber langfristig müssen sie natürlich in die Werkstatt. Und wie kann ich mir das vorstellen? Kommen da Menschen tatsächlich mit einem bearbeiteten Selfie zu Ihnen und sagen, hier, bitte optimieren Sie mich dementsprechend? Richtig, Sie kennen das doch selbst. Sie haben eine Insta-Story oder einen TikTok von sich gemacht und den Pretty Angel Face Filter aktiviert. Dann gehen Sie ins Bad, waschen sich die Hände und über dem Waschbecken blickt Ihnen plötzlich die Realität entgegen. Poren. Sie haben Poren. Und an dem Punkt komme ich ins Spiel. Gucken Sie mal. Aber das ist doch vollkommen unnatürlich. Ich bin 48, ich bitte Sie, das ist doch von der Natur gar nicht vorgesehen. Deo ist von der Natur her auch nicht vorgesehen, Herr Ehring. Aber es macht Sie gleich viel beliebter in der U-Bahn. Gut, da haben Sie natürlich recht. Und jetzt nochmal nur so aus Interesse, also rein theoretisch. Also was wären so typische Korrekturen, die Sie jetzt an mir zum Beispiel vornehmen würden? Moment, ich ziehe sie mir eben nochmal ganz groß. Okay. Bruststraffung. Damit würde ich anfangen. Bruststraffung? Das stört uns auch beim Sport. Was für Sport? Kein Sport. Kein Problem, das kann man alles machen. Bizepsimplantate, Waden aufbauen. Ich würde den Kiefer erweitern, das signalisiert Durchsetzungskraft. Ein bisschen Fett absaugen, Sixpack modellieren. Was tragen Sie eigentlich für Unterhosen? Ja, Entschuldigung. Also da erkenne ich mich überhaupt nicht mehr. Das ist doch nun wirklich der Beweis, Beautyfilter und Schönheits-OPs zerstören unser Selbstbild. Falsch. Spiegel zerstören unser Selbstbild. Das hier, Herr Ehring, ist Ihr wahres Ich. Sagen wir in 14 Tagen? Ich überleg's mir. Vielen Dank. Das muss ich erst mal sacken lassen. Wir machen weiter mit einem aktuellen Thema der Woche. Horst Seehofer bekommt nun also seine Rassismusstudie, aber nicht Rassismus in der Polizei, denn da braucht es keine Studie, findet Seehofer. Trotz der Skandale der letzten Monate, trotz rechter Chatgruppen, trotz ominöser Datenabfragen im Zusammenhang mit dem sogenannten NSU 2.0, denn... Die halten ja für uns den Kopf hin. Und deshalb gibt es keine Studie, die sich jetzt gegen die Polizei mit Unterstellungen oder Vorwürfen richtet. Das kennt man ja, diese wissenschaftlichen Studien voller Unterstellungen und Vorwürfe. Dafür soll es eine Studie geben, die den gesamtgesellschaftlichen Rassismus untersucht. Damit rücken die spezifischen Probleme der Polizei aus dem Fokus heraus. Wie praktisch. Natürlich ist Rassismus ein großes gesellschaftliches Problem. Auch wenn viele Menschen das Problem nicht sehen oder nicht sehen wollen. Nehmen wir die aktuelle Diskussion um die Krippe im Ulmer Münster. Normalerweise kommen sie zum ersten Advent raus, Kaspar, Balthasar und Melchior. Jetzt holt sie Dekan Ernst Wilhelm Gohl aus der Kiste, um das Problem zu zeigen. In den 1920er Jahren wurde vom Ulmer Künstler Martin Scheible die Melchior-Figur geschnitzt, in abschätziger Weise, wie Gohl heute findet. Das Gesicht, die Lippen, die Nase und dann auch die Beine, das bedient alles in unserer heutigen Perspektive rassistischen Stereotypen. Das kann man wohl sehr eindeutig sagen, dass das rassistische Stereotypen sind. Und deshalb werden alle drei Figuren dieses Jahr in Ulm nicht aufgestellt. In der Krippe bringen nun nicht mehr Kaspar, Melchior und Balthasar die Geschenke, sondern wahrscheinlich DHL-Boten. Ich weiß es nicht. Viele Bürgerinnen und Bürger unterstützen diese Maßnahme, andere halten sie für Zensur. Zum Beispiel die AfD, die gegen übertriebene politische Korrektheit der evangelischen Kirche wettert. Und findet, genau das sei rassistisch, diese Figur da nicht stehen zu lassen. Hier, dieser baden-württembergische Landtagsabgeordnete von der AfD schreibt auf Facebook zum Beispiel, ist das wirklich die vielbeschworene Vielfalt, wenn die Figur einer dunkelhäutigen biblischen Persönlichkeit nur aufgrund einer etwas altertümlichen Darstellung entfernt wird? Man könnte es auch als rassistisch bezeichnen. Das ist ja ein interessanter Twist, eine rassistische Darstellung nicht zu zeigen, das ist in Wahrheit rassistisch. Also eine Darstellung muss nur rassistisch genug sein, dann kämpft die AfD auch für Schwarze. Verrückt. Zumal die Partei heute alles dafür tun würde, die drei Männer aus dem Morgenland schleunigst abzuschieben. Ein sehr beliebtes Argument in solchen Situationen ist ja auch, das kann ja gar nicht rassistisch sein, denn das haben wir immer so gemacht und fanden das auch gar nicht schlimm damals. Wir haben doch immer
bei den Sternsingern zum Beispiel den Melchior schwarz angemalt. Haben wir doch immer gemacht. Ja, mag sein. Es gab aber früher auch Hexenverbrennungen. Nur mal als Beispiel. Irgendwann hat man darauf verzichtet. Wir verzichten heute auf Hakenkreuze als Deko-Element. Erstaunlicherweise machen wir das weitgehend, obwohl es in unserer Kultur mal eine sehr verbreitete Tradition war. Es sagt interessanterweise auch niemand, dass viele Asbest in den Wänden, ja, das hat uns jahrzehntelang gute Dienste geleistet, das lassen wir natürlich drin, aus Tradition. Ich will hier aber gar nicht ins Predigen geraten, meine Damen und Herren. Wir Fernsehschaffende müssen uns auch an die eigene Nase fassen. Rassismus gibt es natürlich auch im deutschen Fernsehen. Hauptrollen werden für gewöhnlich mit Weißen besetzt. Ist das versteckter Rassismus? Das ist kein versteckter Rassismus, das ist offener Rassismus. Ja, machen wir uns nichts vor. Es ist doch nicht versteckt, wenn man direkt betitelt, die Zuschauer können sich wahrscheinlich nicht mit ihnen identifizieren. Das stimmt. Über ein Viertel der Deutschen hat Migrationshintergrund. Und wen sieht man überwiegend im Fernsehen? Weiße. Wie auch hier gerade in dieser Sendung. Aber umschalten bringt nichts, da laufen Illner, Lanz und Pocher. Wie kommt das eigentlich? Hallo, setz euch noch mal kurz. Es kommt gleich jemand. Hi, ich bin Aurel. Moin. Jam. Ist auch für die Nebenrolle des Kriminellen da? Ja, Logan. Ja, von der Hautfarbe habe ich ja klar Vorteile, ne? Digga, du bist doch überhaupt nicht schwarz. Also sorry, du bist ein bisschen schwarz, aber das reicht nicht. Außerdem sind die Kriminellen im deutschen Fernsehen immer Türken, ist so. Türke? Alter, du bist doch deutscher als der Typ, der das Drehbuch geschrieben hat. Glaubst du, mit deinem Norddeutsch hier wird es was? Kannst du überhaupt richtig falsch Deutsch sprechen? Markala, wallah, billah, was labert der? Fosulera, la tschüchtiga. Alter, what the fuck? Dein Türkending ist komplett ausgelutscht. Du Grünkohl. Ah, seid ihr beide vom Catering? Oder nein? Die beiden Bewerber, richtig. Sie können jetzt reinkommen. Ja. Ich heiße Cem Ali Gültekin, mein Name ist Programm. Ich habe türkische und arabische Wurzeln. Ja, arabisch, das ist doch schon mal super. Braucht man ja immer wieder jetzt auch Dönermorde, Flüchtlinge und so weiter, ne? Allerdings ist die Nebenrolle ja Drogendealer. Wie war denn nochmal Ihr Name? Aurel Merz. Aurel Merz. Das klingt ja voll nach so einem deutschen Arzt, so mit großem Latinum. Hier von so einem Internat am Bodensee. Digga, mal ganz ehrlich, ne? Wenn du in der Branche was reißen willst, musst du dich umbenennen in sowas wie Leroy Okavango oder so. Ja, Leroy Okavango, das passt doch toll zu Ihnen. Und dann verstehen die Zuschauer beim Lesen des Abspanns auch gleich, dass wir Diversity im Cast haben. Ist jemand von Ihnen vielleicht zufällig auch noch schwul? Oder war früher mal eine Frau? Das wäre irgendwie noch gut für die PR des Films. Oder eine Behinderung vielleicht? Ich lebe glutenfrei. Hilft das? Sorry, muss kurz stören. Du, ja. Die Rolle vom kriminellen Ausländer, ja. Die ist raus. Ja, ist okay. Zu viel Klischee. Der Sender möchte Menschen mit Migrationshintergrund einmal positiv darstellen. Ne? Okay. Erfolgsgeschichten und so. Machst du. Okay. Tschüss. Ne? Ja, cool. Ich meine, ausgezeichnet. Ich heiße übrigens Aurel Merz und ich würde wahnsinnig gerne mal so eine Rolle spielen. Süß. Ihr? Also immer schön realistisch bleiben, ja? Frau Juncker, kommen Sie doch mal bitte. Typisch. Eine Frau. Asiatin. Das war ein Film von Jakob Leube und Max Engel. Und das war Extra 3. Jetzt kommt die Florian Schröder Satire-Show Spezial. Das wird man ja wohl noch sagen dürfen, oder? Ich werde ja wohl in diesem Land noch sagen dürfen, dass jetzt mein Kollege Florian Schröder kommt, direkt im Anschluss. Das wird man ja wohl sagen dürfen. Mit einem Spezial. Es geht um Meinungsfreiheit. Bis nächste Woche.